Vergrößern, Verkleinern. Roger Federer überrascht mit seinem neuen Sponsor auf dem Hemd. Urheberrecht Getty Images. Roger Federer überrascht bei seinem ersten Spiel in Wimbledon mit einem neuen Outfit. Kurios, auch das Logo seiner eigenen Marke trägt er nicht mehr. Roger Federer sorgte in Wimbledon schon vor seinem ersten Schlag für Aufsehen. Service, der Wimbledon-Spielplan, denn der Rekord-Grand-Slam-Sieger trug bei seinem Auftritt auf dem Songtrekord gegen den Serben Dusan Lajovic zum ersten Mal seit seinen Jugendtagen keine Bekleidung seines langjährigen Sponsors Nike. Nachdem der Vertrag nach 10 Jahren ausgelaufen war, lief der Schweizer mit der Kleidung des japanischen Ausrüsters Uniqlo auf. Passend zum ersten Spiel des Titelverteidigers in Wimbledon verkündete die Firma am Montagnachmittag die Verpflichtung Federers als globalen Markenbotschafter. twitter.com/uniqlo-uk/status/1013754204488458252. Federer verliert eigenes Logo. Laut ESPN soll Federer für die kommenden 10 Jahre mehr als $300 Millionen bekommen. Uniqlo stattete zwar schon Novak Djokovic zwischen 2012 und 2017 aus, ist aber in Europa nach wie vor weitgehend unbekannt. Da Nike auch Federers Marke RF besitzt, prangt auch dieses markante Logo nicht mehr auf der Kleidung des Tennis-Superstars. Einzig die Schuhe bei Federer sind noch von Nike. Dies dürfte damit zu tun haben, dass Uniqlo keine Tennisschuhe herstellt. Lesen Sie auch: Der Favoritencheck für Wimbledon ATP bringt Mannschafts-WM zu.